reicht deine Gnade aus. Du bist für klein und groß. Genau, mein Name ist natürlich wie immer Aaron. Ja, und ich bin wie immer Mini-Eschi, aber ihr dürft mich wie immer auch Mini nennen. Yay. Ja, ich freue mich so auf unsere coole neue Sendung heute. Die wird total cool. Wir haben heute wieder richtig coole Nachrichten vorbereitet. Ja, und wir tanzen und wir singen. Genau, und außerdem gibt es heute auch wieder bei unserem Gewinnspiel einen neuen Gewinner oder Gewinnerin. Ja, stimmt, aber am meisten freue ich mich auf Schnippschnapp! Oh, Schnippschnapp! Ey, komm, wir schalten uns mal live zu ihr, okay? Yeah. Hallo Schnippschnapp, was basteln wir denn heute? Hallo Aaron, hallo Mini, hallo Kinder. Wir basteln heute so ein mega cooles Verschiebe-Puzzle. Wow! Wow, wow, cool! Wow. Das ist total spannend! Ey, da bin ich voll gespannt schon drauf. Ja, okay. Ich auch! Aber bevor wir anfangen, wollen wir noch zusammen beten, okay? Oh, ja! Okay, machen wir das? Und wir machen wieder unsere Bewegungen wie jeden Sonntag. Das heißt, wir sagen, danke Jesus, dass du jetzt bei uns bist, dass du uns ganz lieb hast, zuerst das Herz, ne? Dass wir jetzt ganz viel Spaß haben werden. Amen. Okay. Okay, in der Reihenfolge. Okay, also, danke Jesus, dass du jetzt bei uns bist, dass du uns so lieb hast, dass wir jetzt ganz viel Spaß haben werden. Amen. Amen. Du Mini, ich hab dir heute wieder ein Spiel mitgebracht. Oh ja! Und weißt du, das habe ich mir überlegt und das wird richtig witzig, okay? Oh ja, das also glaub wirklich ich. Richtig witzig, okay? Unsere Spiele sind immer richtig witzig. Ja, aber witzig. Das ist besonders witzig, okay? Pass okay, auf, okay, also. Okay. Du siehst jetzt immer gleich drei Emojis, drei Smiley-Gesichter, ja? Lächelgesichter okay. da unten in dem Bild eingeblendet, ja? Okay. ja? Und ich mache eins davon nach und du musst erraten, welches davon ist. Oh ja! Also, das ist richtig will ich gut, sehen. Okay? Ja. Bist du bereit? Okay. Und hier zu Hause dürft natürlich mitraten. Ich mach's in die Kamera so. Okay. Bereit? Ja. Okay, zuerst mache ich, Oh Mann, sieht das lustig aus. Das ist Emoji Nummer 1. Ja, genau. Yeah. Das okay. sah ja lustig aus bei dir. Du kannst richtig gut chillen. Dankeschön. Ich kann das nicht so gut. Okay, nee? Nee. Oh, das ist nicht so schlimm. Okay, machen wir weiter, okay? Ja. Okay, was mache ich jetzt? Ah ja, ich habe eine Idee. Hä? Was machst du? Na, das Emoji. Hä? Ach so! Ach so, wieder Nummer 1! Ja, genau! Ach so! Okay. Oh Mann! Oh, okay. Du bist doch verrückt! Okay, das letzte. Ja? Das wird schwer. Bist du bereit? Okay. 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 Hä? Ist denn nicht schwer? Das ist hier Dings, die das ist Nummer 1, 2, 3, 2! Ja! Ja! Genau. Oh, mega gut. Wusste ich doch.
Okay, das war vielleicht doch leichter, als ich dachte. Das war ein bisschen zu einfach hier. Du musst dir schon was sperren. Ja, okay, das stimmt. Mach ich nächste Woche dann. Okay. Wusstet ihr auch alles? Cool. Hey, wir wollen jetzt zusammen ein Lied singen, oder? Ein bisschen Worship machen. Und wir singen jetzt ein richtig cooles Lied zusammen. Denn, weißt du, Gott tut so viel Gutes für uns. Und ich finde, den kann man einfach dafür loben, dafür immer ganz viel Danke sagen. Und genau davon handelt jetzt das Lied. Oh yeah! Seid ihr dabei? Ja! Yeah, alright, let's go! Jetzt wirklich nicht, was jetzt kommt? Naja, hier. Unsere Nachrichten! Ach so! Ja, klar, das wusste das ich doch! So. Ja, das genau. wusste ich! Und heute gibt es wieder neue Nachrichten von Jesus! Oh ja, Jesus! Genau! Oh cool, ja, ich wollte schon die ganze Zeit wissen, wie es mit dem weitergeht! Weißt du noch, was das letzte Mal passiert ist? Ey, naja, ja, da war der doch, wurde doch verurteilt, obwohl er gar nichts gemacht hat. Genau. Und musste dann am Kreuz sterben. Genau. Aber er ist 3 Tage später wieder auferstanden. Das genau. war so cool! Das war total cool. Ja. Wenn ihr die ganzen Geschichten euch nochmal anschauen wollt, könnt ihr es gerne machen auf unserem YouTube-Kanal. Oh, ja. Die sind total toll. Aber heute gibt es eine neue Nachricht von Jesus. Oh yes, was das ist denn total passiert? Cool. Na, das schauen wir uns jetzt an, oder? Yes! Okay. Hallo Kinder. Wisst ihr noch, wer ich bin? Ich bin Petrus. Ich bin einer der Freunde von Jesus. Als ich euch das letzte Mal gesehen habe, bin ich gerade zum Grab gerannt, weil Maria mir erzählt hat, dass das Grab leer ist. Und stellt euch vor, es war wirklich leer. Ich konnte es erst nicht glauben, deswegen bin ich auch zurück zu den anderen. Die waren damals alle zusammen. Sie haben sich auch versteckt. Hinter mir haben sie die Tür verrammelt und verriegelt. Keiner sollte zu uns kommen. Aber das konnte Jesus nicht aufhalten. Er ging einfach mitten durch die Wand und da war er. Thomas hat sich richtig doll erschrocken. Er dachte, Jesus sei ein Gespenst. Doch natürlich war Jesus kein Gespenst. Ich konnte es nicht glauben. Da stand wirklich Jesus. Er war wirklich am Leben.
Und das Erste, was Jesus zu uns gesagt hat, war: Ich habe Hunger. Habt ihr etwas zu essen da? Zum Glück habe ich fast immer ein paar Fische dabei. Während Jesus gegessen hat, konnten wir nicht anders, als ihn anzustarren. Wir konnten es nicht fassen. Jesus haben die Fische richtig gut geschmeckt und er meinte: Jetzt seht ihr, dass ich kein Gespenst bin. Ich bin wirklich hier. Da hat mein Herz einen großen Satz gemacht. Jesus war wirklich da. Ich bin einfach auf Jesus zugegangen und habe ihn umarmt. Das war so schön. Danach haben ihn alle umarmt. Wir waren so erleichtert und konnten unser Glück nicht fassen. Wir hatten das Gefühl, dass wir jeden Moment vor Freude platzen würden. Seitdem sind wir mit Jesus wieder unterwegs. Heute gehen wir etwas aus der Stadt heraus. Jesus sagt plötzlich: Es ist bald Zeit für mich, zurück nach Hause, zu meinem Vater zu gehen. Oh nein, das möchte ich nicht. Und auch die anderen schauen besorgt. Wir wollen Jesus nicht schon wieder verlieren. Aber da fällt mir wieder ein, was Jesus gesagt hat, bevor er gestorben ist. Damals hat Jesus gesagt, dass es einen Ort für uns gibt. Jesus wird diesen Ort vorbereiten und da auf uns warten. Aber wie sollen wir da hinfinden? Ich habe keine Ahnung, wo dieser Ort ist und wo ich lang muss. Jesus schaut mich an. Ich glaube, er weiß genau, was ich denke. Hab keine Angst, Petrus. Ich bin der Weg. Inzwischen sind wir auf dem höchsten Hügel in der Nähe der Stadt. Jesus schaut uns an. Geht hinaus in die Welt und berichtet allen Menschen von der guten Nachricht. Sagt ihnen, dass ich sie so sehr lieb habe, dass ich für sie gestorben bin. Gott liebt seine Kinder mehr, als sie ahnen. Und plötzlich ist alles ganz hell. Ich höre noch, wie Jesus sagt: Jeder kann jetzt zu Gott kommen. Der Tod ist nicht das Ende. Ihr könnt für immer mit unserem Vater im Himmel leben, weil ich den Weg für euch freigemacht habe. Und plötzlich wird Jesus in die Luft gehoben und steigt höher und höher hinauf. Irgendwann verschlucken ihn die Wolken und ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann nicht fassen, was da gerade passiert ist. Ich schaue nach oben. Vielleicht kommt Jesus gleich zurück. Doch da sind zwei Gestalten. Was macht ihr noch hier? Jesus ist zurück in den Himmel gekehrt. Doch eines Tages wird er wiederkommen. Und dann wird er euch in den Himmel mitnehmen. Völlig verwundert gehen wir zurück in die Stadt. Da erinnere ich mich an etwas, was Jesus gesagt hat. Auch wenn ihr mich nicht mehr sehen könnt, werde ich euch doch nie verlassen. Niemals. Ich bin immer bei euch. Bis in alle Ewigkeit. Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll. Er ist ja nicht mehr da. Und trotzdem soll er mir nah sein? Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Total. Aber ich habe eine Frage. Ja, schieß los. Irgendwie finde ich, das sind keine guten Nachrichten. Hä? Nicht? Wieso? Nee, irgendwie ist das Ende doch voll blöd. Also ich fand Jesus total cool. Aha. Ich meine, der war stärker als der Tod. Ja. Und hat so viele coole Geschichten erzählt. Total. Und jetzt ist er einfach weg und hat die Jünger alleine gelassen. Das finde ich irgendwie von Jesus. Weißt du, ich glaube, die Jünger, die damals mit dabei waren, die haben auch nicht so richtig verstanden, was da passiert ist. Ja, aber was passiert ist, das hast du doch gesehen. Also, Jesus war tot und alle Freunde waren super traurig. Ja. Und dann war er wieder da und alle Freunde waren so super glücklich. Ja. Und jetzt, puff, ist er einfach wieder weg und hat seine Freunde wieder alleine gelassen. Nein. Der hat seine Freundin nicht alleine gelassen. Hä? Das hat er doch versprochen am Ende. Hast du nicht aufgepasst? Erinnerst du dich? Hä? Was hat er versprochen? Na, Jesus hat seinen Jüngern versprochen, dass er wiederkommt und dass egal wo sie sind, er mit dabei ist. Ach so, ja. Also ich habe ja gelernt, dass Gott seine Versprechen immer hält. Ja, total. Also
müsste ich dem das ja glauben. Mhm. Aber wie soll denn Jesus das hinbekommen? Das geht doch gar nicht. Mhm. Der ist doch jetzt weg. Pass auf, okay? Ja. Okay, wegen dieser Geschichte feiern wir Himmelfahrt. Okay. Das bedeutet, seit Himmelfahrt ist Jesus im Himmel. Das heißt nicht, dass er sich jetzt irgendwo hinter den Wolken versteckt und zu uns runterschaut, sondern das heißt, dass Jesus überall ist. So. Das kannst du dir vorstellen, wie bei dem Himmel, den wir sehen können. Der ist überall, egal wo du bist. Jesus ist seit Himmelfahrt überall. Cool, oder? Aber pass auf, es wird noch besser. Seit Himmelfahrt ist Jesus bei Gott. In der Bibel heißt es auch, er sitzt zur Rechten Gottes. Klingt komisch, oder? Ja. Das heißt aber nicht, dass Gott irgendwo sitzt und Jesus rechts daneben und wehe, er wechselt mal den Platz. Nein, die Bibel meint damit, dass Jesus jetzt mit Gott zusammen regiert. Sie herrschen wie ein König. Für immer. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Ja. Jesus ist seit Himmelfahrt also überall und für immer. Aber pass mal auf, es wird noch krasser. Was? Jesus verspricht seinen Jüngern, dass er immer bei ihnen ist und dass er wiederkommen wird. Das geht allerdings nicht nur für diese paar Jünger, die damals bei Jesus waren. Das wäre ja ziemlich ungerecht für alle anderen. Ja. Dank Himmelfahrt ist Jesus überall, für immer und für jeden da. Das Versprechen gilt bis heute. Der ist für jeden da. Für dich, für mich, für alle. Ach so. Ja. Wow, okay, krass. Dann sind das ja doch richtig gute Nachrichten. Ja, richtig gute Nachrichten. Wow. Total. Aber für die Jünger tut es mir trotzdem ein bisschen leid. Hm. Die hatten ja damals keinen Aaron, der denen das erklärt hat, so wie du gerade, oder? Das stimmt schon. Aber, ja? Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Und die geht noch weiter. Was? Wirklich? Echt? Aber was da passiert, das hören wir erst nächste Woche. Oh, was? Nein! Ja. Oh, das will ich doch jetzt wissen! Nächste okay. Woche. Oh, das ist so spannend! Oh, ich freue mich schon so auf nächste Woche! Das wird total cool, versprochen. Mm, ja! Du, Mini. Mhm. Also, ich finde, Gott tut ja viele coole Sachen. Ja. Aber dass er uns verspricht, dass er immer für jeden und überall mit dabei ja. ist, das ist richtig genial, oder? Das ist schon also ganz richtig krass, genial. Ja. Also so richtig genial. Ja. Und ich würde voll gern, dass wir Gott dafür danken. Ja. Machst du mit? Ja, unbedingt. Okay. Klar. Und seid ihr mit dabei? Weil ich würde es jetzt so machen, dass ich wieder was vorbete und ihr betet alle nach, ja. okay? Ganz laut, damit ja. jeder hören kann, okay? Mhm. Okay, also ich fange an. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dass du immer Überall. Und für jeden. Da bist. Und danke, Jesus. Und danke, dass du mich liebst. Hilf mir, so zu leben, wie es dir gefällt. Amen. Yes. Woo! So gut. Danke, Jesus. Yeah! Thank you.
richtig jetzt gut. Jetzt habe ich aber richtig Lust zu basteln. Ja, oh, ich ja. will jetzt unbedingt wissen, wie dieses Puzzle geht. Stimmt, komm, wir schalten uns gleich wieder zu Schnippschnapp. Hallo, hey, Frau Professor hallo. Dr. Schnippschnapp, hallo. Jetzt erklär doch mal, wie geht denn das? Oh, genau, okay, es geht schon los. Wir puzzeln heute ein Basteln. Wir basteln heute ein Puzzle. Und bevor wir aber damit loslegen, machen wir natürlich erst unsere Hände sauber. Ich war heute schon Hände waschen, aber wie jede Woche mache ich noch ein bisschen Desinfektionsmittel drauf. Psst. So, und los geht's. Wir brauchen heute, damit wir so ein cooles Endergebnis am Ende haben, brauchen wir gar nicht so viel. Wir brauchen ein bisschen Pappe. Da könnt ihr einfach mal Mama und Papa zu Hause fragen, ob die noch irgendwas im Papiermüll haben oder ob die gerade eine Bestellung gemacht haben, wie auch immer. Ein bisschen weißes Papier, eine Schere. Beim Schneiden brauchen wir jedes Mal die Hilfe von Mama und Papa. Das wissen wir ja mittlerweile schon. Und einen Kleber. Als erstes müsst ihr entscheiden, wie groß euer Puzzle werden soll. Und ich habe das gerade schon mal aufgezeichnet, weil ich genau diese Größe haben möchte. Und das brauchen wir zweimal. So, als erstes schneide ich das natürlich aus. Beim Schneiden von Mama und Papa helfen lassen. So, das ist der untere Teil. Und beim oberen Teil, da brauchen wir diesen Rand von und auch das Mittelteil, das benutzen wir beides. Das schneiden wir auch wieder aus. Da müsst ihr euch echt helfen lassen. Das geht echt ein bisschen schwieriger mit Pappe. So. Oh, ich brauche hier ein bisschen Platz. So, und damit wir den Rand haben, schneiden wir das so in Streifen ab, damit wir das danach wieder draufkleben können. Wir brauchen alles davon, also auf keinen Fall irgendwas davon wegschmeißen, ja? Als ersten Schritt kleben wir diese Ränder nun hier wieder drauf. Das ist auch schon fest ein Puzzle, wenn man rausfinden muss, wie es wieder hingehört. So. So, lala. Und das ist der Rand. Und den könnt ihr euch jetzt einfach in eurer Lieblingsfarbe ausmalen. Ich nehme dafür Pink. So. Und wenn ihr das so schön angemalt habt, sicher auch viel schöner, als ich das gerade gemacht habe, dann kommt der nächste Schritt. Und zwar kleben wir das Stück Papier, das wir haben, auf den Innenteil, den wir vorher ausgeschnitten haben, damit das genau reinpasst am Ende. So, da wird das da drauf geklebt. Und das sind nämlich dann am Ende die Puzzlestücke. Und da male ich heute passend zum Thema, was war denn nochmal die Geschichte? Wir feiern Himmelfahrt, ne? Himmelfahrt, passend zum Thema Himmelfahrt, malen wir da heute einen Himmel drauf mit Sonne und einer Wolke, wie wir es hier auch schon haben. Schneiden, einfach von Mama und Papa helfen lassen, dann geht das Ganze ein bisschen leichter. So. So. Und dann seid ihr auch schon fertig und könnt mit dem Puzzle loslegen, liebe Kinder. So. Hm.
Okay, ihr werdet es zu Hause auf jeden Fall schneller schaffen als ich. Und falls ihr es besonders schwierig haben wollt, dann könnt ihr auch ein Schiebepuzzle draus machen und einfach ein Stück rausnehmen, die Teile ein bisschen durcheinander machen und versuchen, das so zu schieben, dass es am Ende wieder ein richtig cooles Bild ergibt. Ich wünsche euch richtig viel Spaß beim Basteln zu Hause. Bis nächste Woche! Wow! Boah, hast du es gesehen? Ein cooles Puzzle! Das will ich sofort nachbasteln! Das ist bestimmt auch richtig schwer, ja, wenn man das ganz durcheinander macht, das dann richtig zu lösen. Cool! Ey, cool! Ey. Schnipp, schnapp! Dankeschön! Yeah, genial, wow. Genial! Super cool! Aber, ja. Aber die Kinder haben uns wieder so viele coole Bilder zugeschickt! Genau. Wir müssen jetzt wieder einen Gewinner auslosen! Ja, genau! Ich glaube, du hast doch... Hast du den Ja, ich hab den! Warte, ich hol den kurz! Ja, wo hast du den? Oh, hast du das ist so schwer! Ja? Ah, alles klar! Da ist okay. Das Ding! So! Aha. So, jetzt willst du mal einen Gewinner aus. Soll ich jetzt einen Gewinner auswählen? Ja, hier, los. Mit dem Gesicht, ja, okay. Okay. So war das nicht gedacht, aber okay. So? Was steht denn? Ach so! Ah, gewonnen hat! Nele! So cool! Herzlichen Glückwunsch, Nele! Du kriegst von uns natürlich auch ein kleines Geschenk nach Hause geschickt. Yeah. Wenn du heute nicht gewonnen hast, ist das gar nicht schlimm. Schick einfach weiter Bilder und damit vergrößerst du deine Chance, was zu gewinnen. Ist das cool? Ja, oder? Du Super hast hier cool. Die E-Mail eingeblendet, schick einfach da die Bilder hin. Wenn du nicht weißt, wie das geht, frag deine Eltern. Wir freuen uns total darauf. Yeah, das wird cool. Total cool. Übelst coole Folge, ey. Das hat so viel Spaß gemacht heute, coole oder? Sachen, ey. Was hat dir am besten gefallen? Also die Lieder fand ich heute sehr gut. Die haben richtig Spaß gemacht. Ich fand die Geschichte genial heute. Ja, das stimmt und auch. Und das Puzzle auch. Von Schnippschnapp. Oh ja! So ey, cool. Ich hoffe, ihr hattet zu Hause genauso viel Spaß wie wir heute. Ja. Aber wir sind leider schon am Ende unserer Sendung. Oh. Das ist schade. Aber hey, gar nicht schlimm. Nächste Woche kommt wieder eine neue Folge. Oh ja. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, wollen wir noch zusammen beten. Okay? Ja. Ja? Ja? Okay. Und das machen wir wieder mit Bewegungen. Und da kommen jetzt drei neue dazu. Also passt gut auf. Okay. Das geht jetzt. Mhm. Danke, Jesus, dass du bei uns bist. Mhm. Ja? Dass du überall bist. Ja? Wegen der Geschichte. Überall. Okay. Okay. Und für immer. Da zeigen wir auf unsere Uhr. Okay. Und für jeden. Da zeigen wir so auf uns. Okay? Okay. Zeig mal auf mich. Ja. Da zeigen wir so auf uns. Danke, dass du uns so lieb hast. Und dass wir ganz viel Spaß hatten. Yeah. Amen. Okay, cool. Okay? Bereit? Ja. Okay. Danke, Jesus, dass du bei uns bist, ja, dass du überall bist, und zwar für immer und für jeden. Danke, dass du uns so lieb hast und dass wir so viel Spaß haben dürfen. Amen. Amen! Du, Aaron? Ja? Wollen wir noch ein letztes Lied singen? Oh ja! Ja! Enden. Deine Liebe.
es retten.